Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, heute beim FCS-Magazin zu Gast Steven Zellner. Grüß dich, Steven. Hi. Hallo. Ja, du bist ein waschechter Saarländer, in Wadern geboren. Dann ging's, dann hast du Fußball gespielt? Ja, also geboren in Wadern, dann eigentlich im Heimatdorf Fußball gespielt, im VfL Primstal. Bis? Bis B-Jugend war das und dann bin ich nach Kaiserslautern gewechselt und dort dann halt 2 Jahre B-Jugend gemacht, ein Jahr A-Jugend und dann zu einem Amateur und dann von dort dann direkt zu den Profis. Ich habe gesehen, dein erster Einsatz in der ersten Bundesliga war gegen Bayern München. Das muss doch ein Traum sein, oder? Ja, es war schon ein schönes Erlebnis. Dann gerade der erste Einsatz dann gegen Bayern München, das war dann wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, weil damals auch Bayern München Fan gewesen und ja, dann gerade gegen die zu starten, schon ein schönes Erlebnis. Bist du immer noch Bayern Fan? Naja, mittlerweile habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dort Fan zu sein, wo ich auch spiele. Und ja. Damit bin ich mal gut gefahren. Und was hältst du jetzt davon, Jupp Heynckes nochmal Trainer? Hast du das mitbekommen sicherlich? Ja, so ein bisschen verfolgt habe ich das schon immer und ja. Wenn er dir die Erfolge rankommt, die er schon mal gepackt hat mit dem Triple und alles, das ist eine super Sache. Ja, er ist ja schon ein Opa da, ne? Ist ja schon ein Trainer-Opa sozusagen. Nagelsmann, der jüngste Trainer, könnte theoretisch sogar sein Enkel sein. Er ist bestimmt spannend, wenn die aufeinandertreffen. Ja, gut, das ist gerade so beim Fußball, dass es halt jetzt mittlerweile ältere Generationen vom Trainer gibt, dann gibt es halt die Jüngeren. Und es ist ganz, ganz interessant, wenn beide dann mal aufeinandertreffen. Ja, das kannst du vielleicht mal sagen, so als Profi, trainierst du gern unter einem älteren Trainer oder einem jüngeren Trainer oder wo liegt denn der Unterschied auch? Ja, da muss man sagen, das ist immer wieder unterschiedlich, weil jeder Trainer hat eine andere Philosophie und man merkt auch, dass, sag ich mal, jüngere Trainer auch was lernen wollen, sag ich mal, dass die dann auch zu den Spielern kommen und sagen, ja, was kann man besser machen, wie findest du das? Und da ist es halt dann ab und zu, dass die älteren Trainer halt schon ihre Richtung haben und da auch nicht mehr viel drum geben, also dass sie ihr Kurs haben. Und gleich reden wir weiter mit Steven Zellner beim FCS-Magazin Teil 2. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück beim FCS-Magazin Teil 2 mit Steven Zellner, unser Innenverteidiger beim FCS. Ja, kommen wir doch mal auf den FCS zu sprechen. Bayern München ist, glaube ich, jetzt abgehakt. Am Donnerstag habt ihr gespielt gegen Stadt Allendorf mit 2:1 gewonnen. Das war nach den 2 Remis wohl ein ziemlich wichtiger Sieg. Ja, also ich sag mal, unser Ziel ist ja ganz klar, einen von den ersten beiden Plätzen zu erwischen. Und da ist jeder Sieg wichtig. Also wir können jetzt nicht sagen, ah, okay, unentschieden, jetzt wieder unentschieden. Also da ist auf jeden Fall von uns auch das Ziel, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das versuchen wir natürlich auch. Du sprichst es gerade an, die ersten 2 Plätze, eigentlich ist es ja egal, ob man Erster oder Zweiter wird. Im Prinzip ist es egal, wenn das Endziel erreicht wird mit dem Aufstieg, ist es egal. Aber ich sag mal, wenn man klar Meister wird und dann den Aufstieg packt, ist es umso schöner.
Ja, bringt dir vielleicht aber nichts bei dieser blöden Aufstiegsmodus. Wenn du Meister wirst und steigst nicht auf, dann wirst du lieber Zweiter und steigst auf. Ja, ja, also so würde ich es auf jeden Fall direkt unterschreiben, aber ja, gut. Im Endeffekt sind wir auf jeden Fall schlauer. Ihr spielt am Sonntag gegen Waldhof Mannheim. In Waldhof Mannheim, die sind Dritter hinter euch. Mit einem Sieg habt ihr 9 Punkte Vorsprung. Das ist dann schon eine Mauer, die dazwischen steht, oder? Ja klar, also am Ende wird abgerechnet. Also wenn wir jetzt anfangen zu rechnen und alles, denke ich, ist ein Fehler. Wir müssen jetzt Spiel zu Spiel denken. Klar, wenn wir jetzt gegen Mannheim gewinnt, ist es schon ein gutes Polster, aber im Fußball ist so viel möglich. Im Fußball kann es auch so schnell gehen. Da muss ein Spiel nach dem anderen gedacht und gespielt werden. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen, ist es auch egal, wie die anderen spielen. Und wir reden gleich weiter mit Steven Zellner im FCS-Magazin Teil 3. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück beim FCS-Magazin Teil 3 mit Steven Zellner. Ja, Steven, da winkt auch schon der Saarland-Pokal und da steht kein A-Ligist, kein Bezirksligist vor der Tür, sondern Völklingen. Das muss man erstmal schaffen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gilt, keinen Gegner zu unterschätzen. Vor allem Völklingen, wir verfolgen es ja auch in der Liga. Wir haben auch jetzt schon gegen sie gespielt und wenn wir jetzt so reingehen und sagen, wir gewinnen auf jeden Fall, ist es ein falscher Schritt. Wir müssen auf jeden Fall weiterhin unsere Leistungen abrufen und dann sehen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, Spiel ist ja in Völklingen, logischerweise, egal wer jetzt Heimrecht gehabt hätte. Völklingen hat in dem Fall Heimrecht, aber da hat man wahrscheinlich schon ein volles Haus. Ja? Da wird viel los sein. Von den Zuschauern her. Ja, also in den letzten paar Spielen war es ja auch so, dass die Spiele gut besucht waren und da freuen wir uns, Spieler ja auch, dass so viele Fans da sind und ja, ist immer ein gutes Erlebnis. Ja, 2010 hast du deine Profikarriere gestartet mit einem Vertrag, dann kamen viele Verletzungen, unter anderem Kreuzbandriss. Wie weit wirft das einen zurück? Also ein Kreuzbandriss, vielleicht kannst du es mal als Profi beschreiben, wir sehen es halt nur im Fernsehen, sagen jetzt, ach, äußere ein Kreuzbandriss, dann denkt man immer so 6 Monate Pause, aber was bedeutet das denn wirklich? Was bringt das mit sich, Reha und die ganzen Geschichten? Ja, also es ist halt so, Kreuzbandriss ist halt immer keine schöne Geschichte. Ich denke mal, ein Fußballer ist eines der schlimmsten Verletzungen, die man haben kann. Und ja, es war bei mir halt immer so gewesen, dass ich immer gut dabei gewesen bin. Und dann immer eine Verletzung dazwischen gekommen ist und mich immer wieder zurückgeschlagen hat. Dann habe ich mich wieder zurückgekämpft, war wieder dran und dann ist schon wieder die nächste Verletzung gekommen, die mich dann auch wieder zurückgeschlagen hat. Aber ja, fußballerisch hat es mich dann nicht viel weitergebracht, aber ich sag mal jetzt mental, für den Kopf hat es mich schon stärker gemacht. Also immer diese Rückschläge machen einen dann auch ein Stück weit stärker. Wie ist denn das so, wenn du den Kreuzbandriss erlitten hast? Merkt man das sofort, oh, das Knie ist wabbelig, hier stimmt was nicht? Oder wie kann ich das vorstellen? Also beim ersten Kreuzbandriss, ich hatte ja zwei, beim ersten war es halt was Neues. Da wusste ich nicht genau. Hab's dann auch direkt hochgelagert, gekühlt, dann ist es auch ganz dick geworden. Da war vielleicht noch ein bisschen die Hoffnung, kann was anderes sein, also nicht Kreuzband. Ja. Und ja, dann nach dem MRT-Termin war es halt klar gewesen auf den Bildern, dass es Kreuzband war. Und das war dann in erster Sekunde dann mal ein Schreck, aber man ist ja nicht der Einzige, der so eine Verletzung hat. Es gibt noch viele andere Spieler, die das auch haben, die auch wieder zurückkommen. Und da tut man sich dann auch irgendwie hochziehen. Und ja, beim zweiten Kreuzbandriss war es dann so gewesen, dass ich schon gemerkt habe, dass es Kreuzband war. Also der Schmerz oder das Geräusch. Das hat man gekannt, ja? Das hat man gekannt und da war mir schon klar, dass es halt wieder das Kreuzband war. Und wir reden gleich weiter mit Steven Zellner im FCS-Magazin Teil 4. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland.
Ja, und wir sind zurück beim FCS-Magazin mit dem vierten und letzten Teil mit Steven Zellner. Ja, Steven, wir haben gerade gesprochen über die Verletzungen, die werfen einen zurück. Wie lange dauert das ungefähr? Heilt das als Profi schneller wie als Amateurfußballer, weil er einfach besser trainiert ist oder bessere Reha-Maßnahmen hat? Ja, also erstens sage ich mal, jeder Körper ist anders. Also ja. Man kann nicht genau sagen, dass es bei dem einen schneller geht, bei dem anderen langsamer. Also was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass es bei uns durch die Behandlung, durch die Reha-Maßnahmen schon schneller gehen kann. Aber im Endeffekt ist halt jeder Körper unterschiedlich. Also kann man schneller, mal langsamer gehen, das kann man nie genau sagen. Hat man dann, wenn man zurückkommt und das erste Spiel macht, noch so ein bisschen Angst in sich und sagt dann, na, ich bringe lieber mal ein paar Bälle drüber oder grätsch vielleicht nicht da jetzt rein? Oder spielt die Angst da so ein bisschen eine Rolle oder sagt man, ey, das muss ich komplett ausschalten, ich muss hier 100% geben? Also, bevor es ja soweit ist, tut man ja einige Trainings wieder mitmachen und da ist dann eher die Phase, wo man so manchmal denkt, ach nein, soll ich jetzt wegziehen, soll ich durchziehen, aber in dem Fall ist es halt auch immer so, dass wenn man durchziehen tut, ist man besser dran, weil meistens, wenn man wegzieht oder so, lässt man irgendwas locker und wenn man dann erwischt wird, wird es halt dann schlimmer, wie wenn man alles angespannt hat, sag ich mal. Und ja, dann ist es bei mir halt immer so gewesen, dass es ein, zwei Situationen im Training gab, wo ich auch gar nicht mehr dran gedacht habe, dass ich jetzt, sage ich mal, einen Kreuzbandriss hatte und trainiert habe wie immer und einen richtig festen Pressschlag gemacht habe oder einen aufs Knie bekommen habe. Und da war dann halt der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, ja, es ist nichts mehr. Und ab da kann man dann auch wirklich abschalten und sagen, ja, Verletzung ist vorbei. Ja, muss man aber vielleicht mal so einen Pressschlag hinter sich bringen und sagen, okay, es hat gehalten. Jetzt ist alles gut, jetzt hält es auch das nächste Mal. Ja, aber meistens ist es ja im Unterbewusstsein, also man will ganz normal mittrainieren und dann passiert es halt einfach. Und in dem Moment denkt man, glaube ich, auch gar nicht dran, erst im Nachhinein, oh, das war ja das Knie gewesen oder es war das Bein. Und es hat gehalten. Es hat gehalten, genau. Ja, vielleicht mal folgenden Satz, den du vollendest könntest. Deine erste rote Karte war? Hat noch keine bekommen. Noch nie eine rote Karte? Keine rote Karte. Gelb-rot gab es aber schon mal. Auch noch nicht. Also ich kann mich daran erinnern, in der E-Jugend. E-Jugend? In der E-Jugend hatte ich mal 5 Minuten bekommen. Aber nein, warum hast du 5 Minuten in der E-Jugend bekommen? Ja. Da bist du 10 Jahre alt gewesen. Ja, ich habe einen Ball weggeschossen. Und da gab es 5 Minuten? Ja, genau. Und das ist als Kind was ganz Schlimmes, oder? Wenn man eine Karte gezeigt bekommt, oder? Ja, das war ja keine Karte, das waren ja 5 Minuten. Und habe ich neben dran im Spielfeld gesessen und habe einen Sandburg gebaut. Wer kommt zu deinen Spielen mit? Wer begleitet dich oder wer ist dein größter Fan oben auf der Tribüne? Also Eltern kommen immer mit, Freundinnen, ab und zu noch die Freunde, also ist immer bunt durchgemischt. Ja, gut, dann kommen wir fast zum Schluss, aber wir müssen noch hier tippen. Und zwar haben schon ganz viele getippt, das Rückspiel Saarbrücken gegen Elversberg. Es hat noch keiner gegen Saarbrücken getippt. Ja, das wird dann auch so bleiben, glaube ich. Ja, ich glaube auch, es bleibt bis zum Schluss so. Nimm dran eine Unterschrift. Ja, bitte. Guck mal gerade noch mal drüber. Wir hatten 2-1 noch getippt. Das kommt schon ein paar. Jedenfalls 3-1. Das sind die 3. Kannst du dir vorstellen, das waren alles die Stürmer, die hier waren. Ja. Ja, die haben alle mit 3 getippt. Ja, auch gut. Gutes Selbstbewusstsein, ja. Ja, dann vielen Dank fürs Kommen. Und das war's. Das ist FCS Magazin mit Steven Zellner. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland.